hier und ja, im heutigen Video sprechen wir unter anderem über die aktuelle Krise unserer Automobilindustrie sowie über unsere zukünftige allgemeine Mobilität. Infolge des grünen Wandels wird sich unsere Mobilität in den nächsten Jahren sehr stark verändern. Eine Studie der Stanford University kommt zu dem Schluss, dass im Jahre 2025 weltweit keine Fahrzeuge mit traditionellen Verbrennungsmotoren mehr verkauft werden. Auch das Nutzungsverhalten wird sich grundlegend ändern und das Auto als Prestigeobjekt wird es nicht mehr geben. Wenn ihr erfahren wollt, welchen Problemen die Automobilindustrie aktuell konfrontiert wird und wie die Zukunft unserer Mobilität aussieht, dann bleibt doch unbedingt dran. Ja, die für Deutschland eigentlich wichtige Autobranche steht vor einer Existenzkrise. Ja, die für Deutschland eigentlich wichtige Autobranche steht vor einer Existenzkrise und wird in 2019 erwirtschaften die Unternehmen einen Umsatz von etwa 438 Milliarden Euro mit einer Beschäftigungszahl von ca. 833.000 Leute. Das sind fast 15% der Gesamterwerbstätigen im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland. Auch etliche weitere Branchen durch Zulieferung von Teilen für die Herstellung der Fahrzeuge beteiligt und darin sind rund 5 Millionen Arbeitsplätze dadurch direkt oder indirekt in die Autoindustrie integriert. In Bezug auf den Wohlstand und die Beschäftigung hat die Autoindustrie eine große Bedeutung in ganz Deutschland. Umso bedenklicher ist die Entwicklung der vergangenen 2 Jahre. Neben dem Dieselskandal hat die Corona-Krise die Autohersteller weltweit in Bedrängnis gebracht. Gegenüber dem bisherigen Höchststand aus dem Jahr 2019 sanken die Erlöse um 13% auf 379,3 Milliarden Euro. Im ersten Jahr der Corona-Krise und somit auch das geringste Niveau seit 2014. Dabei sollte 2021 für die Hersteller das Jahr werden, in dem die Branche sich wieder erholt und neue Absatzrekorde erzielt. Nachdem sollte sich nicht so ein, denn tatsächlich stand die Branche immer wieder vor neuen Problemen. Nachdem die Bestellungen für Fahrzeuge durch die Unsicherheit mit Beginn der Corona-Krise stark zurückgingen, standen Hersteller weniger Monate später vor neuen Problemen. Durch die Halbleiterkrise und fehlende Chips mussten Autohersteller ihre Produktion drosseln oder sogar teilweise komplett stoppen. Der Business Insider schrieb hierzu folgendes Zitat: Der Chipmangel ist vielerorts eine hausgemachte Sorge. Für den erhöhten Bedarf nach neuen Chips auf dem Weltmarkt können die zwar nichts, aber viele Chipproduzenten betonen auch, dass die Autobranche im Jahr 2020 aufgrund der unsicheren Auftragslage viele Aufträge storniert habe. Die ohnehin knappen freien Kapazitäten haben man dann anderen Kunden zur Verfügung gestellt. Vor allem der Ausbau der 5G-Netzwerke und der durch die Corona-Krise angeheizte Markt für Laptops, Webcams, Grafikkarten belastet den Markt bis heute. Ausfälle der Fabriken in USA und Japan sowie Probleme in den globalen Lieferketten kommen noch hinzu. Zitat Ende. Inzwischen benötigt man beim Kauf eines Autos viel Geduld und starke Nerven. Denn wegen der weltweiten Krise können Millionen Neuwagen erst mit Verzögerung fertig gebaut werden. Groß war dabei die Hoffnung, dass sich mit der Entspannung der Chipkrise im Laufe des Jahres 2022 auch die Autobranche wieder erholen kann. Doch mit der Energiekrise, die inzwischen vor allem in China für Produktionsstopp sorgt, sowie dem Lockdown in Shanghai und dem Krieg in der Ukraine, fehlen der Autoindustrie nicht nur Tipps, sondern auch andere wichtige Teile, reibungslos produzieren zu können. Dabei spielt es fast keine Rolle, dass nur rund 10% der verbauten Teile aus China kommen, denn die fehlenden Teile können nicht einfach ersetzt werden. Nun fällt der Branche unter anderem auf die Füße, dass in den vergangenen 20 Jahren immer mehr Produktionskapazität nach China verlagert wurden. Und auch die Umstellung zu Elektroautos führt zu immer mehr Problemen. Elektroautos werden knapper und teurer. Dabei erklärte der Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Ferdinand in einem Artikel, dass die Preissteigerungen im Automarkt deutlich höher sind, als die offiziellen Daten zeigen. Grund hierfür ist, dass die amtliche Statistik sich auf die Entwicklung der Listenpreise und nicht der Nettopreise bezieht. Rabatte und Incentive sind berücksichtigt, doch gerade bei Rabatten und Incentive gibt es die größten Verschiebungen. Erst mit den nächsten Monaten werden die Autos auch nach den offiziellen Statistiken deutlich teurer. Denn die Autobauer werden materiell Preissteigerungen mit in die Listen Preisrunden aufnehmen. Sogar besteht zudem auch darin, dass Kobalt für die Produktion zum Problem werden könnte. Kobalt, Lithium oder Graphit sind essentiell bei der Herstellung der Batterien von Elektroautos. Doch die Ressourcen hierfür könnten schneller zu Ende gehen als gedacht. Aktuell findet 70% der Kobaltproduktion in der Demokratischen Republik Kongo statt. Eine Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft errechnete in diesem Zusammenhang, dass die Kobaltreserven bei dem aktuell prognostizierten Bedarf nur noch 11 Jahre reichen würde. Ein Ersatz hierfür ist bis heute noch nicht gefunden.
Bei der Wende zur E-Mobilität gibt es also noch viele Hürden. Die Kreiszeiten Preis brachte es wie folgt auf den Punkt. Zitat: Kobalt ist für die Autoproduktion unerlässlich. Ja, das belegen auch die von 24.de die zitierten Zahlen. Bis 2025 würden der Metallbedarf von 150.000 auf 250.000 Tonnen ansteigen. Demzufolge könnte schon innerhalb der nächsten 5 Jahre die Nachfrage das Angebot übersteigen. Das Thema Kobaltknappheit ist ein dringendes. Aus vielerlei Perspektiven müssen die Hersteller handeln. Zitat Ende. Ja, fraglich ist in diesem Zusammenhang die Zukunft der Automobilbranche tatsächlich aussieht. Wenn man heute eine Prognose abgeben müsste, so kommt man nur zu einem einzigen Ergebnis. Es sieht sehr düster aus, denn die Hersteller stehen nicht nur vor der großen Aufgabe, Produktion auf E-Mobilität umzustellen, sondern auch der allgemeine Wandel im Zuge der extremen Grünpolitik spielt dabei eine sehr große Rolle. Viele Metropolen weltweit haben bereits dabei begonnen, die städtische Infrastruktur ohne Auto und nur mit anderen Fortbewegungsmitteln wie dem Fahrrad zu planen. Manche Städte planen, den privaten Autoverkehr in den nächsten 15 bis 20 Jahren sogar ganz zu verbieten. Ja, da der Anteil der Weltbevölkerung, die in einer Stadt lebt, jetzt schon bei über 50% liegt, kann sich jeder ausrechnen, wie viel weniger Autos die Industrie verkauft. Sollte die jetzige Politik die nächsten Jahre und Jahrzehnte so fortgeführt werden, dann wird sich der Individualverkehr komplett ändern. Und wir werden sehr viel weniger Autos auf den Straßen sehen. Zu dem gleichen Ergebnis kommt auch eine Studie der Stanford University, denn mit Blick in die Zukunft prognostizierte Tony Staley von der Stanford in einer neuen Studie, dass im Jahre 2025 weltweit keine Fahrzeuge mit traditionellen Verbrennungsmotoren mehr verkauft werden. Auch das Nutzungsverhalten würde sich laut Seber ebenfalls grundlegend verändern. Die Wirtschaftswoche schrieb hierzu folgendes Zitat: Auch das Nutzungsverhalten würde sich ändern, vom Besitz hin zur Nutzung von Fahrzeugen, weil in Ballungsräumen nur so das weiter steigende Verkehrsaufkommen zu bewältigen ist und das Auto als Prestigeobjekt für jüngere Leute fast völlig die Bedeutung verloren hat. Ja, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sind laut der Prognosen dann nur noch außerhalb von Ballungszentren und für eine gewisse Übergangszeit zugelassen. Wir werden also in Zukunft auch in Bezug auf unsere Mobilität sehr große Veränderungen erleben. Und was denkt ihr, wird sich die Autoindustrie infolge des Krimis verändern? Schreibt mir doch eure Meinung. Ja, denkt ihr, sie zu sein, dass 25 keine Verbrennungsmotoren mehr rauskommen werden? Ansonsten Leute, bleibt gesund, bleibt so wie ihr seid und bis zum nächsten Mal.